So, was geht, Niklas hier von PPF Germany. Wir haben in den letzten Monaten, Wochen, Tagen sehr viele Anfragen bekommen, ob wir nicht mal unsere Ausrüstung vorstellen können. Und damit fangen wir jetzt an. Wir machen zu den Plattenträgern, zu Belts, zu Helmen, zu allem möglichen Videos in den nächsten Wochen. Plattenträger waren jetzt tatsächlich die meisten Fragen zu, deswegen fange ich jetzt mal mit meinem Plattenträger an. Plattenträger ist von der Marke Ferro Concepts, das ist der FC-PC V5. Gibt ja von Ferro eigentlich nur den und den Slickster, der sehr minimalistisch ist. Und mit dem hier kann man ein bisschen mehr machen. Genau, in der Farbe Ranger Green. Fangen wir an mit der Vorderseite. An der Vorderseite dran habe ich hier unten einmal die Dope Flap von Ferro Concepts. Wird im Endeffekt hier oben hier eingehangen über so Haken und dann unten dran über Klett wieder festgemacht, um den Kummerbund auch zu fixieren. Was ist hier drin? Hier ist einmal drin ein Insert für drei AR-15 Magazine, die hier reinkommen und die werden dann über Bungees fixiert. Wenn man das Ganze will, muss man aber nicht dran machen. Kann man, muss man nicht, wenn man es so will. Dann ist hier zwischen so eine, ja, so eine Trennplatte und da habe ich hier vorne auf gut ja, drei Viertel der Länge eine Tasche drin für Schreibzeug, so ein Notizblock drin, Stift logischerweise und was hier auch noch drin ist, ist noch ein Stift und eine Batterie. Die nutzen wir, wenn wir irgendwie so Pyrotechnik oder so nutzen, ist halt die immer dafür da, um das Ganze dann elektrisch zu zünden. Und die habe ich da auch immer drin. Aber ansonsten passt hier im Grunde noch ordentlich Schreibzeug rein, irgendwelche Karten, was auch immer. Dann ist hier vorne ein bisschen was frei. Ich habe hier zwei Sachen drin, einfach sehr zweckmäßig gehalten für die Kurse, die wir aktuell machen. Das ist einmal ein Edding, um halt Sachen abzustreichen, so Ziele abzustreichen oder irgendwas reinzuschreiben. Und noch einmal Handfesseln. Hier jetzt so welcher Stoff. Hat einfach auch den Hintergrund, dass wenn man auf irgendeinem Kurs jemand meint, durchdrehen zu müssen und nicht zu kooperieren, dann kann man den, ne, dem Zeug relativ einfach fixieren. Hier ist aber noch genug Platz drin für auch zum Beispiel ein Kurzwaffenmagazin, was man da reinmachen kann, eine Taschenlampe, Knicklichter. Ich habe hier auch mal, ich das mal bei wem anders gesehen, ich habe ein Messer eingeklettet, war aber für mich, ich fand es überhaupt nicht geil und deswegen habe ich das eingelassen. Genau, also würde man noch auf jeden Fall ein Magazin reinbekommen. Was hier unten auch noch dran ist, ist ein Tourniquet über die zwei Bungees hier, hängt das hier unten dran und da ist natürlich schon mal ein Tourniquet mit dran. Genau, ansonsten ist vorne auch noch eingeklettet eine Funkgerätetasche, ich weiß gar nicht von welcher Marke die ist, relativ einfach gehalten, also ist in der Höhe und Länge verstellbar über Klett. Da ich jetzt ein relativ langes Funkgerät habe, habe ich die relativ tief hingesetzt, damit das Ganze auch relativ tief am Plattenträger ist und die wird dann über auch wieder Gummizug, Bungee hier oben dann festgehaltenes Funkgerät. Genau, ansonsten, was ich vorhin noch dran, ne, Patch, ein PTT, das Kabel vom PTT ist relativ lang, deswegen habe ich das einmal so hierher geführt und die Dinger, die man hier sieht, das sind von, oder ist von Ferro Concepts, so Klettteile aus dem Cable Management Kit. Ja, funktioniert logischerweise ganz gut. Hier oben ist dann noch eine Tasche, da passt relativ viel auch rein. Ich habe jetzt hier größtenteils Schreibzeug drin, nochmal ein paar Eddings und ein bisschen Unterlagen, was man halt so braucht, kann man da reintun. Oder auch für die Kurse halt dann dementsprechend irgendwie Ablaufpläne, Monatsatz für die Drills, die dann schießen, dass man das immer alles mit am Mann hat. Ansonsten ist hier vorne an der Vorderseite nichts mehr drin. An der Seite rechts ist logischerweise jetzt außen nichts dran, einfach weil ich Rechtsschütze bin, mein Holz zu rechts habe und ich jetzt nicht irgendwie großartig Sachen haben will, um halt das Ziehen zu behindern. Das Einzige, was hier dran ist, es ist von innen im Kummerbund eine sehr, sehr flache
Magazintasche für Langwaffe, die ist von Tasmanian Tiger. Weil ich ja jetzt kein Magazin drin habe, ist die so auch brutal flach, stört überhaupt nicht. Und wenn wir mal ein bisschen mehr Munition rumlaufen wollen, dann kann man hier noch ein Magazin reinmachen. Tut auch hier so überhaupt nicht irgendwie beschränken oder so, nervt auch gar nicht. Und das läuft. Ich habe tatsächlich noch selten dran, also eigentlich nur, wenn wir Live-Fire SIG-UB machen, habe ich hier noch Sideplates dran. Da muss ich meistens die Tasche abmachen, weil die werden auch von innen drin dann dran geklettet und dann passt das Ganze nicht mehr. Ist denn so, aber ist auch in den seltensten Fällen, dass ich mir die dran mache. Genau. Kommen wir zur rechten Seite. Hier vorne habe ich einmal die Tasche von Spiritual Systems dran. Die ist jetzt aktuell komplett leer nach dem letzten Server-Kite-Trip und den Kursen. Hier mache ich meistens also Leuchtzeug rein, Taschenlampe rein, Multitool rein, ein paar Knicklichter. Die Tasche hat einmal ein großes Hauptfach und dann noch ein kleines Innenfach. Hier könnte man theoretisch auch Sachen einkletten, wenn von innen drin klett ist. Habe ich jetzt vorne nicht gemacht. Hinten schon. Hinten ist aber so ein kleiner Schlitz quasi für Inserts. Ich habe hier jetzt einmal drin für die Langwaffe ein Insert, dass man quasi so das Magazin reinmachen kann. Und dann wäre hier hinter jetzt noch für die Kurzwaffe noch für ein Magazin noch Platz. Nutze ich aber in der Regel echt selten, weil das ist dann schon relativ weit hinten. Und da kommt man eher schlecht dran. Das heißt, wenn ich es nicht unbedingt brauche, tue ich mir da nichts rein. Natürlich, da werden lieber mal noch eine Taschenlampe rein oder irgendwas anderes rein, was ich gerade halt so brauche. Und nicht unbedingt da. Aber grundsätzlich funktioniert das Ganze schon ganz gut. Dann ganz hinten links nochmal so eine Mehrzwecktasche von Spiritual Systems. Hier habe ich in der Regel Batterien drin fürs Nachtsichtgerät, für Taschenlampe, für einen Shot-Timer, fürs Funkgerät. Sind hier im Grunde immer Batterien drin, wasserdicht verpackt. Hier ist auch noch so eine Bassrohr drin. Und ansonsten noch so ein bisschen Kleinscheiß, was man halt so braucht. Hier vorne ist dann noch so eine kleine Tasche aufgesetzt. Nutze ich in der Regel eher selten. Und hier komme ich selber eher schwierig dran, je nachdem. Gerade mit dicken Sachen wird es dann echt eng. Das heißt, da muss ich mal behelfen. Ist aber vom Ding ja auch überhaupt kein Problem. Ne, weil, wie gesagt, tue ich eher Sachen rein, die ich jetzt nicht so schnell brauche. Batterien und Zeug halt. Und das macht man dann eh, wenn man das wechselt, irgendwo in Ruhe. Genau, ansonsten habe ich hier Schulterpolster dran. Relativ schmale, relativ flache. Ich hatte vorher die von Ferro, die relativ dick waren, mit diesen Löchern oben drin. Die waren aber irgendwie zu dick, die waren wirklich dann, das hat einen am Hals auch ein bisschen behindert. Die Nähte waren, das fand ich nicht ganz so sauber, sind ein bisschen sogar ohne Kragen auch ein bisschen so immer eingeschnitten und fand ich überhaupt nicht geil. Dementsprechend die hier sind halt echt, also sind trotzdem sehr bequem, aber wie man sehen kann, und das ist einfach nur so ein Schlauch, den man darüber zieht, mit so ein bisschen Polster unten. Funktioniert aber sehr, sehr gut und behindert halt null. Sonst habe ich hier oben noch einen Gummiband dran gemacht für die Antenne vom Funkgerät, weil die sonst gerne mal mit dem Peltry in Berührung kommt und das einfach dann ein bisschen behindert in der Bewegungsfreiheit. Genau. Soweit, so viel zur Vorderseite, zur Rückseite. Hier ist es ja bei Ferro immer so, dass das Ganze mit diesen Reißverschlüssen gemacht ist. Also du kannst quasi die ganzen Backpedals über den Reißverschluss hier dran machen. Ist an sich ganz cool, aber die gehen halt mit der Zeit, wenn man sie nicht irgendwie fixiert, rutschen die immer wieder hoch, hängen dann halt so halb offen hier dran rum. Sollte man auf jeden Fall fixieren. Wie man das dann immer macht, muss man halt schauen. Aber an sich vom System her jetzt gar nicht mal so verkehrt. Lässt sich halt doch alles schnell entfernen und schnell wechseln. Dementsprechend ganz cool. Was habe ich hier drin? Ich habe einmal eine Tasche für die Trinkblase dran. Das heißt, die kann ich hier oben aufmachen. Kann dann, wenn ich die Trinkblase rausmachen will, einfach hier reingreifen, die rausholen. Den Schlauch habe ich hier logischerweise hinterverlegt, mit so ein paar Bungees fixiert.
Und der läuft dann durch die Schulterpolster durch und kommt dann vorne raus. So eigentlich sehr unkompliziert, ganz gut. Natürlich kann man auch irgendwas anderes reinmachen. Die passt auch tatsächlich echt richtig viel rein, wie man sehen kann. Also wenn man noch andere Sachen mitnehmen will oder noch irgendwas da hinter die Trinkblase packen will, passt das auf jeden Fall. Genau, ansonsten wäre jetzt hier, wenn man jetzt kein zweites Backpen noch drauf hat, auch nochmal eine Klettfläche da und irgendwie nochmal eine Reihe Molle. Aber die meisten packen dann da noch das zweite Backpanel drauf. Dann auch wieder mit Reißverschluss festgemacht. Was ist hier drauf? Hier sind einmal drei Taschen drauf für Magazine, für Granaten. Wir haben jetzt hier die kleinen drin, die machen halt nur Bang und nicht Flash. Aber für Trainings auf jeden Fall ganz gut. Die passen gut hier rein, die sind relativ klein, davon gibt es noch größere. Ist aber an sich kein Problem, weil man kann die Größe relativ gut anpassen. Hier hinten ist halt Klett drauf und innen drin auch. Und dann kann man die halt so einkletten von der Länge her, dass man das Ganze halt passt. Die werden dann hier einfach über das Stück hier unten reingeschoben und dann hält das. Ne? Sonst kann man so auch einfach, wenn man nichts drin hat, hier einfach so reinstopfen und dann ist da zumindest mal nichts am Rumfleddern. Ansonsten ist hier unten noch eine große Tasche mit einem Reißverschluss und einer Patchfläche. Das habe ich hier drin, auch sehr zweckmäßig halt gehalten, eine Flagge, wenn wir Fotos machen und so, dass man die mit dabei hat. Dann habe ich hier noch immer zwei Energy Cakes drin, wirklich für Notfall. Und noch zwei Rettungsdecken auch für den Notfall, was man halt so braucht. Aber im Endeffekt kann man da auch alles andere rein tun. Also passt relativ viel rein. Genau. Ansonsten ist hinten noch mein iFAC drauf. Das ist quasi in den Plattenträger selber eingeklettet. Da wo die Platten noch reinkommen, ist von Ferro auch die Roll One. Ist im Endeffekt so, dass die so ein Insert noch hat, was man dann rausziehen kann, von beiden Seiten logischerweise. Und hier ist dann das ganze Zeug halt drin. Ne, kann man dann so auspacken, mache ich jetzt nicht, weil das immer die übelste Fummelarbeit ist. Aber hier passt auch schon echt relativ viel rein. Gerade wenn man dann noch ein zweites iFAC hat, was zum Beispiel am Belt ist, kann man dann schon eigentlich sehr viel Zeug mit rumführen, was man halt so braucht. Genau, es ist ein bisschen fummelig hier. Gerade wenn man das richtig vollstopft, dann muss man hier aufpassen. Es hält an sich ganz gut, gerade wenn es voll ist. Wenn nicht, gibt es hier noch so Bungees, dass die man halt zuziehen kann, um das Ganze nochmal zu fixieren. Ja, ansonsten war es das zu den Platten, die ich benutze. Kann ich auch mal eben zeigen. Ich hatte vorher ganz normale SK4 Standalone-Platten von Best Protection. Ich habe jetzt von Protection Group Denmark PE-Platten, also Platte plus Weichballistik, da kommt man auch auf SK4. Hat halt den Vorteil, die sind wirklich brutal leicht, wirklich heftig leicht. Und zusammen mit der Weichballistik sind die ja trotzdem nicht wirklich viel dicker als Platten, also als ganz normale SK4 Standalone-Platten. Von daher, gerade wenn man halt wirklich den Plattenträger oft anhat, auf Kursen zum Beispiel, und man den da regelmäßig 8, 9 Stunden oder sogar 10 Stunden pro Tag trägt, es ist halt schon echt eine ziemliche Erleichterung und kann halt da ein bisschen angenehmer arbeiten. Genau, zu den Magazinen, falls die Frage auch noch aufkommt, haben wir für die ganzen Geschichten in Deutschland und in der EU, zumindest in Österreich, auch noch 10 Schussmagazine. Mehr darf man ja leider nicht, außer man hat eine Außengenehmigung. Die sind jetzt hier von dem Waffenhändler, wo wir auch in Österreich immer alles kaufen, von dem Dennis von Unlimited Dynamics, werde ich mal markieren. Sind sich ganz gut. Wir hatten vorher die Magazine von Oberland Arms. Die sind scheiße, da hatten wir ja oft Störungen mit, auch weil die ganz zu tief drin waren und dann der Verschluss logischerweise halt die Patrone nicht zufüllen konnte, sondern irgendwo im Magazin hängen geblieben ist. Da hast du das Magazin aber extrem schwer rausbekommen aus der Waffe dann und ja, scheiße halt. Die sind, glaube ich, sogar günstiger als die und
eigentlich besser in meiner Welt. Haben halt hier unten noch so ein bisschen geriffelt, dass du ein bisschen besser greifen kannst. Und bisher auf jeden Fall keine Probleme mit gehabt. Und wie gesagt, relativ günstig eigentlich dafür. Und kann ich da auf jeden Fall soweit empfehlen. Genau, das war's im Endeffekt. Nicht wirklich viel dran. Halt sehr zweckmäßig gehalten. Trotzdem bisher null Probleme gehabt. Also gerade die Leute, die, so wie ich zum Beispiel ganz am Anfang, die ganz alte SK4-Weste benutzt haben, das sind wirklich breiten Schulter, so Trageriemen. Und dann später die Mobast oder Edited ES2. Nee, ES war es bei uns damals, die wir bekommen hatten. Ist das hier auf jeden Fall nochmal ein richtig krasser Sprung nach vorne. Alles halt kompakt, nah am Körper. Man kann damit wirklich super arbeiten. Alles ist leicht irgendwo, alles tut nicht wirklich weh und behindert einen nicht wirklich. Gerade mit den PE-Platten ist es dann halt wirklich sehr, sehr geil, damit zu arbeiten. Und ansonsten auf jeden Fall von der Verarbeitung her auch überhaupt keine Probleme. Es ist, ich habe das Ding jetzt seit 3 Jahren, wahrscheinlich, glaube ich, bald. Und es ist nichts kaputt gegangen bisher. Nichts irgendwie abgerissen, abgebrochen. Auch die ganzen Taschen, nichts wirklich kaputt gegangen. Und ja, auf jeden Fall Empfehlung von mir. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Video weiter mit dem Belt. Der ist auch von Ferro. Und dann mit dem Helm. Wenn ihr Fragen habt zum Ganzen, kommentiert gerne oder schreibt uns oder mir bei Instagram. Und dann geht's weiter im nächsten Video. Haut rein.